Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Destiny mit euren Herzfehler. Ich hoffe, es gefällt euch noch immer. Und ich habe auch hier was Neues gekriegt. Es blinkt zumindest, aber es ist schlechter. Weitaus schlechter. Interessiert mich nicht. Das haben wir auch gekriegt. 22, den rüsten wir uns natürlich gleich aus. Verteidigung 22 und 30. Das ist gut. Das nehmen wir uns. Komm. Sehr gut. Schuhe haben wir noch immer nicht gekriegt. Die noch immer 22, die besten. Da blinkt es auch. Okay, was ist das? Haltbarkeit. Okay, gut. Allround-Hüter, Geisthülle. Okay. Vorschau. Was ist Vorschau? Also, okay. Anscheinend kann man den auch aufwerten hier. Vielleicht kriegt er dann auch neue Teile hier. Genauso wie mein Sparrow, anscheinend. Also jetzt kommt einiges noch auf uns zu, was ich hier sehe. So, aber jetzt hier mal den Geist. Mach mal. So, und jetzt kommen sicher wieder Gegner. Okay, sobald ich eindringe, werden sie hinter uns her sein. Also Augen auf. Okay, ja. Sie kommen schon. Ich höre sie. Schussnitte. 5 Schuss habe ich. Einer weg. Zweiter weg. Gottes Willen, Alter. Dritter weg. Okay, wir gehen nochmal hinter das Teil. Lad mal. Hat er schon? Perfekt. Lad mal. Okay. Wieder. Hexe! Hexe! Komm, lad mal, schneller! Die Hexe möchte ich umbringen. Hammer, perfekt. Nach hinten. Zurückziehen, ein bisschen. So, lass sie kommen, genau. Lass sie kommen. Hammer, okay. Perfekt. Wieder nach hinten. Komm. Machen wir mal super bereit jetzt. Okay. Nämlich das hätte ich jetzt, glaube ich, nicht mehr geschafft mit dem Lebensenergie. Weg. Nur die Fresse gehabt. So, nachgeladen ist. Perfekt. Da ist zu viel. Sie haben die Webensteingrenze durchbrochen. Webensteindrehen? Was? Kommen die jetzt hinter mir auch? Na. Perfekt, nachladen. Alles mit der Ruhe. Alles mit der Ruhe. Perfekt. So, komm, lad dich auf. Lad dich auf? Gibt's ja nicht. Los, bitte. Perfekt. Gut, geht mal. So. Diese Ritter gehen wir ordentlich am Arsch. Einmal noch. Perfekt. Lad nach. Die Splitter haben wir auch bald voll. Nice. Steck dich in deinen Ei. Oder was auch immer sein soll. Komm, lad nach. Schneller. Perfekt. So, hinter mir war einer. Da ist er. Fetzen wir mal voll in die Fresse. Perfekt. Mission beendet. Jawohl, wir haben es geschafft. Okay, ich habe alles. Die Schar hat gesehen, wie die Dunkelheit tausende von Welten verschlungen hat. Und sie verstreut ihre Saat schon seit Jahrhunderten auf der Erde, während sie auf die Rückkehr ihrer Götter wartet. Ich warne die Stadt. Verschwinden wir. Die Depot haben wir auch gefunden noch. Sehr gut. Okay. Und super bereit. So, 1-0. So, zurück. Puh, das war ein Impuls. Okay. 135 Kills. Was ist das?
Erfordert Level 7. Ich glaube, ich bin eh Level 7. Ja, ich glaube, ich bin Level 7. Okay, gut, aber das machen wir dann gleich. Es wird dann eh wieder aufblinken. Upgrades. 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 Ihr versteht's, was ich meine. Nein. Das bringt gar nichts. Okay. Ja, ich will jetzt aber nicht wieder zurückfliegen, damit nämlich das nimmt zu viel Anlauf hier. Immer hin und her fliegen und sowas. Ich würde mal sagen, wir gehen gleich ins nächste rein. Nein, okay, gut, das blinkt eh nicht. Und die Erde auch nicht. Okay, gut, das heißt, hier mal her wieder. So, was ist das? Kammer der Nacht. Story 8. Story 7. Dringe in die Schar-Festung ein und zerstöre das legendäre Schwert von Grota. Eine Waffe, mit der einst 1000 von Hütern getötet wurden. Okay. Und ein IP-Bonus von 2000. Okay, da haben wir auch 2000. Wie viel haben wir da gekriegt? Da haben wir gar nichts gekriegt. Nur kooperativ, aber ich habe es alleine gemacht. Und da ist es auch kooperativ. 1-3 Spielern. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir machen das hier. Und dann machen wir Story 8. Und was bedeutet das? Goldtruhen. 1/5. Okay. Dann gehen wir da mal gleich rein, würde ich sagen. Also das Schwert von Grota müssen wir jetzt zerstören. Da unten steht es eh, das Schwert von Grota. Na komm, lad ein bisschen schneller. Das wäre immer, das ist immer nett, wenn es ein bisschen schneller laden wird. Ich habe die Kryptarchenaufzeichnungen nach dem Tempel von Grota durchkämmt. Hör zu. Vor langer Zeit eroberte Grota den Mond. Sein Schwert war so dunkel, dass es alles Licht verschlang. Nun schläft Grota, nicht aber das Schwert. Die Warlocks gehen davon aus, dass die Schwarmprinzen es in einer Kammer bewachen. Wenn du uns das Schwert bringst, sorgen wir dafür, dass es niemand mehr führen wird. Okay. Also müssen wir anscheinend stehlen gehen hier jetzt. Also doch nicht zerstören, also ich habe ja keine Ahnung. Um das Schwert zu vernichten, müssen wir seine Macher, die Schwarmprinzen, finden und töten. Einer von ihnen soll eine Kultstätte beim Höllenschlund bewachen. Den nehmen wir uns zuerst vor. Okay. Okay. Das, was mich verwundert, ist, dass die Geschichte immer weitergeht, aber dass das immer gleich ausschaut. Schaut immer gleich aus. So, wohin muss ich denn? Diesmal nach links. Okay, diesmal dann nach hinten. So, dann gehen wir's an. Und dann würde ich vorschlagen, wenn wir mit dem Mond fertig sind, dann gehen wir nochmal auf die Erde und machen diese Patrouillen. Das ist kein einziger Spieler hier. Das finde ich ein bisschen schade. Zu zweiter Durchgehen macht sicher viel mehr Spaß. Okay, gut, da ist er wieder. Hammer, perfekt, nachgeladen. Ah, da hinten ist einer, Level 13. Das wäre cool, wenn der jetzt auch die gleiche Mission macht wie ich. Okay, wir müssen rechts rauf. Okay. Alles mit der Ruhe. Wir haben die letzte Mission geschafft, wir werden auch diese Mission schaffen. Alles mit der Ruhe, würde ich sagen. So, vielleicht ist das auch nicht so eine lange Mission, so wie die andere. Und die Weltkugel. Da. Urgeil. Super gemacht. Die Atmosphäre haben sie echt super gemacht. Weiter, immer weiter. Und by the way, es hat mir einer einen Kommentar geschrieben mit... Ich möchte das nur mal kurz verfassen, ich stehle das nicht. wie geht ein Zombie die Treppe runter? Stück für Stück. Ist cool. So, wirklich. Okay. Was auch immer das ist. Schaut cool aus, aber trotzdem. So, da hinten ist ein Level 26er. Die Kultstätte ist direkt vor uns. Den werden wir da gleich mal einholen, hoffentlich.
Und der ist ziemlich weit vor. Schaut euch die Atmosphäre an. Ein Bild für Götter. Wirklich unglaublich. So, immer weiter nach hinten. Anscheinend hat er alles da niedergemorchelt. Okay, da hinten sind noch welche, die hat er nicht niedergemorchelt. Komm, schneller. Hammer, perfekt. Nachgeladen. Nachgeladen. Was sind das eigentlich für Viecher? Wieso stehen die da? Ist das die Finsternis oder ist das eine Armee der Finsternis? Wir müssen nicht mehr weiter nach hinten. Unglaublich. Wir packen unser Transportding aus. Geben wir mal Vollgas. So, hier geht's weiter. Dort finden wir ihn. Hoffentlich bist du bereit. Ah, schon wieder so eine Hexe. Hexe? Wir sind wieder super bereit. Perfekt. Da ist er. Hexerich. Lad nach. Schneller. Schneller. Hammer. Hexe ist tot. Die Hexe ist tot. Da hinten kommen sie raus und fahren. Immun. Ah, wenn ich das lese alleine. Ah, ich hasse es, wenn etwas immun ist gegen das, was ich eigentlich da habe. Ich habe ure Angst. Wo ist der Level 26er? Ja, er ist mein Bodyguard. Hinter mir? Ah, okay, ja. Komm, da hin. Perfekt. Perfekt. Und wir kriegen auch keine Splitter mehr. Anscheinend haben wir das jetzt da auch erledigt, obwohl das nicht... Ich habe das eigentlich nicht angezeigt, dass ich dann zur Erde, zum Turm halt zurückgehen müsste. Ui, 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 ui. Perfekt. Nein! Ich hab das überlebt! Zurück, 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 zurück. Rauf, 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 rauf. Alles mit der Ruhe. Alles mit der Ruhe. Alles ist cool. Alles mit der Ruhe. So, komm, komm, komm. Probier. Perfekto. Sehr schön. Sehr schön. So, du kriegst mal einen in die Fresse. Das geht sich aus. Perfekt. Was ist das? Schaut aus wie ein Cyborg. Und das muss ich zerstören? Ich hab keine Ahnung. Komm, 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 komm. Wo ist er? Da hinten ist er. Mal mit der Schrotflinte hier auf ihn. Boom! 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 Einer weniger. Ich führe uns zu den anderen. Schwere Munition? Ist voll oder was? Okay. Wir müssen jetzt wieder rauf anscheinend. Achso, wir müssten nur das clearen oder was? Muss ich das jetzt nicht zerstören? Na, okay, gut. Wenn es mir nicht angezeigt wird, dann muss ich wahrscheinlich eh nichts damit machen. Okay, wir müssen da weiter nach hinten. Schaut das episch aus. Schaut schon geil aus. Also, unglaublich. Mir gefällt's. Da runter müssen wir. Uiuiui. Wie komme ich denn da runter? Ah, da. Okay.
Tut aus. Emotion. Gut, Nummer 1 haben wir. Vielleicht hätte ich doch zurückgehen sollen. Vielleicht hätte ich mir eine bessere Waffe kaufen können. Sowas in der Art, nur mit mehr Schaden. Weitaus mehr Schaden. Cool, 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 cool. Und weiter. Weg. 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 Nachgeladen. Und sie lassen keine Munition liegen. Okay. Okay. Scheiß Schiffe da. Okay, wir müssen da nach links rein. Okay. Okay, okay, okay. Schauen wir uns nochmal alles an. Nein, 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 wir gehen natürlich weiter. Okay, langsam. Da. Richter. Meine Fresse, die halten so viel aus, diese Viecher. Den hätten wir fast fertig gemacht. Da stehen nur Ritter. Nur Ritter. Hey du 22er Typ, komm her da zu mir. Hilf mir mal da. Very, very nice. Alles mit der Ruhe. Wir haben die letzte Mission geschafft, wir werden auch diese schaffen. Warte mal dahin. Perfekt. Ah, der ist reingelaufen in meine Impulsivgranate. Hammer, perfekt. Hammer, alles. Okay, das war's. Eingesammelt. Alles Muni. Perfekt. Und da rein, ja. Gut, das war jetzt nicht so schwer. Eieieiei. Ah, wo bist du? Also, du bist auf jeden Fall hier drinnen. Xen-Tipp. Okay. Ich will ja nicht für Unruhe sorgen, aber ich orte das Schwert durch das Licht der Hüter, die es getötet hat. Etwas weiter unten. Okay, da sind schon mal diese Schwerter. Das Torhaus, okay. Wiedereinschränkung eingeschränkt. Wiedereinstieg eingeschränkt, Entschuldigung. So, jetzt sind wir wieder alleine. Das heißt, ja, ich würde mal sagen, wir machen hier Part Ende. Das ist gut. Drücken hier mal kurz auf Pause. Schauen wir mal, haben wir was Neues gekriegt? Jupp. Ah ja, genau, das haben wir ja gekriegt. Das nehmen wir uns. Und sonst noch was? Wir Waffen haben wir halt gekriegt, aber... 6 und... Okay, achso, 72. Ja, ja, okay, okay. Na, wir bleiben bei der Schrotflinte, würde ich sagen. Für den Nahkampfangriff. Ja, wir bleiben so. Wir bleiben mal so und verweilen noch so. Und ich spiele auch gleich weiter. Mach das fertig, bis wir dann halt in den Orbit wiederkommen. Und dann werde ich für heute aufhören und dann gleich mal raufladen. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.